Was braucht man denn alles für Werkzeuge, um eine vernünftige Modellbahn zu bauen? Es sind eigentlich Tausende. Ich werde aber versuchen, die meisten davon euch einfach mal zu zeigen oder vorzustellen, welche Helfer sich denn so als nützlich erwiesen haben. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit den einfachsten an. Die einfachsten sind in erster Linie ein Cuttermesser, ganz normal, ne? Das kann man immer für alles Mögliche gebrauchen. Ja, auch zum Schneiden, Basteln, sonst irgendwas. Einen handelsüblichen Bleistift, ne? Zimmermanns Bleistift. Eine Schere. Ne? Das sind so die ersten grundlegenden Sachen. Gleich gefolgt vom Blechwinkel. Auch nie verkehrt, gerade wenn ihr mal irgendwas im Winkel schneiden wollt. Dann auf jeden Fall nicht zu groß, aber auch nicht zu klein, eine Wasserwaage, weil ihr müsst verschiedene Ebenen auch hin und wieder mal ausgleichen bzw. gucken, ob sie in Waage sind, ne? Ganz wichtig. Dann haben wir hier noch den Plastikseitenschneider, ne? Ich sage das extra langsam, ich weiß noch nicht genau, ob ich das unten auch nochmal auflisten werde, weil es sind wirklich unendlich viele Werkzeuge, die man braucht. Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Dann, falls ihr was ausprüfen müsst, Multimeter. Möglichst eins, was ihr einstellen könnt auf Durchgangsprüfung, ne? Was auch piept, ne? Wenn ihr das zusammenhaltet. Ganz wichtig, wenn ihr gerade auf Fehlersuche seid oder sowas. So, dann, was sich für mich bewährt hat, ich sehe die meisten das mit einem Dremel machen. Ein Handbohrer mit, der hier ist jetzt von Donau-Werkzeuge mit verschiedenen Aufsätzen, ne, dass ihr auch mal den Bohrer wechseln könnt. So installiere ich zum Beispiel auch bei Fahrzeugen vorne die Beleuchtung. Ne. Die gibt es auch noch kleiner, wo wir auch schon fast beim nächsten sind. Bohrersätze. Bohrersätze müsstet ihr auch versuchen nach Möglichkeit. So gut wie alle Arten von Holzbohrern. Ne? Ich meine, dieser hier, den braucht man eigentlich um, na, wie soll ich sagen, wenn ihr Löcher absenken, das ist ein Senker, ne? Dass ihr Schrauben, Senkkopfschrauben glattbündig mit der Oberfläche versenken könnt. Ne? Dann Hobel, ne? Also wirklich alle möglichen Bohrerarten, vom Zehner über den Dreier und noch kleiner. Dann Pinzetten. Ne, ganz wichtig. Könnt ihr auch in Metall, aber falls ihr mal was Magnetisches da habt, sind die aus Plastik auch nicht verkehrt. Ja, dann, wo wir schon bei den Feinwerkzeugen sind, mache ich gleich mal weiter. Skalpelle. Ne, vorsichtig, wenn ihr damit arbeitet. Chirurgen arbeiten nicht umsonst damit. Die sind, wie ihr hier seht, wirklich verdammt scharf. Ne? Also bitte immer aufpassen, wenn ihr mit sowas arbeitet. Entweder auch mit Handschuhen, falls ihr es euch noch nicht so ganz traut. Aber so ein Satz hier mit so einer Magnethalterung drin ist nicht verkehrt. So, dann alle möglichen Arten auch an Feilen. Ne? So Schlüsselfeilset, sag ich mal. Ist auch, kriegt ihr eigentlich auch irgendwie, was weiß ich, bei Rewe oder Netto oder Lidl, wenn die mal im Angebot sind. Wie immer keine Werbung, aber da habe ich sowas her. Ne, ich sag mal, fürs Hobby reicht's, da muss das kein Premium-Werkzeug sein. Ihr könnt natürlich von den Feilen euch auch die größeren Varianten, ne, zulegen. Alles kein Problem. Ne? Also das kriegt man überall ran, eigentlich im gut sortierten Fachhandel. Dann, was sich bei mir auch gut bewertet hat, weil wir eben noch bei den Bohrern waren, Pfostnerbohrer. Die heißen wirklich so, ne? So Pfostnerbohrer. Damit könnt ihr auch ziemlich große Durchbrüche noch mit dem Akkuschrauber ziehen. Alles, was nachher so 40 mm Krönung und 60 mm Krönung, nehmt ihr bitte eine Bohrmaschine mit einem entsprechenden Bohrfutteraufsatz, sonst fliegt euch irgendwann der Akkuschrauber um die Ohren oder schaltet ab. Hitzebedingt. Ne? Ganz, ganz wichtig, dass ihr auch werkzeugschonend arbeitet. Denn kleine Seitenschneider könnt ihr auch
in größer, ne? Also Seitenschneider ist nicht verkehrt. Dann halt das nächste Wichtige, weil wir ja gerade auch bei den Schlüsselfallen waren, ist jetzt alles ein bisschen durcheinander, aber es soll halt auch nochmal ein grober Überblick sein. Uhrmacherwerkzeug, Uhrmacherschraubendreher. Ganz wichtig. Gibt es auch regelmäßig im Angebot bei den Discountern. Ne, also so Premium-Werkzeug kann man machen, aber ist jetzt nicht zwingend. Ne? Dann, falls ihr bastelt, Schneidunterlage. Ne? Ganz wichtig. Die kann auch mal so ein Skalpellschnitt ab. Ne? Gibt es eigentlich auch von Revell und, na gut, dieses jetzt hier von Modellkraft. Ich glaube, das ist irgendwie Fallerableger oder so. Dann, wenn ihr zum Beispiel auch einschottert, kein Muss, eine Schotterhilfe. Ne? Hier ist auch noch dieses Klötzchen drin, das hatte ich auch schon mal vorgestellt gehabt. Wenn ihr dann dabei seid, eine Pipette, ne? Die könnt ihr auch so bestellen. Die gibt es mittlerweile auch schon im Zubehörhandel. Ganz normal. Das hier ist ein bisschen schwieriger, habe ich aber auch schon im Baumarkt gesehen, an Spritzen ranzukommen. Also wenn ihr keine Junkies seid, dann kriegt ihr die eigentlich auch im Baumarkt. Auch hier wieder vorsichtig, ne? Wenn ihr das einfüllt und zieht und dann vorsichtig damit umgehen. Ihr könnt euch damit wirklich arg verletzen. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Sägen. Da habe ich als erstes mal dieses schöne Stück. Das ist irgendwann mal von der Firma Rocco gewesen. Das ist wie so eine Art Mini-Japan-Säge. Und das ist quasi eine Miniatur-Zugsäge. Und die hat sich aber wirklich bewährt. Die ist auch heute noch sauscharf. Und ein Spitzenwerkzeug. Auch wenn ihr schon mal den Holzzuschnitt fertig habt, die Trassenbretter, und müsst da was abnehmen von, könnt ihr super mit der nochmal ein Stück abnehmen. Dann ganz normal Pucksäge, ne? Die auch für Metallarbeiten, weil ihr könnt entweder ein Holzblatt oder ein Metallblatt einspannen. Eine super Sache. Und die gute alte Laub. Die gute alte Laubsäge, ne? Okay, die ist jetzt so groß. Also die ist so in U-Form. Ich lege die mal so hin, dass ihr die auch mal seht. Ne, also die ist eigentlich unverzichtbar. Damit könnt ihr so viele Sägearbeiten machen. Hin und wieder könnt ihr damit auch Hartschaum, Styrodur oder sonst was schneiden. Ne? Und das ist einfach unverzichtbar, diese Säge zu haben. So, für die gröberen Arbeiten habt ihr dann auch handelsüblichen Fuchsschwanz. Ne? Ganz normal, der ist jetzt noch ein bisschen dreckig von dem Hartschaumschneiden, was ich mal gezeigt hatte. Ja, dann einen 100-Gramm-Hammer. Es ist einfach gut, ihn zu haben. Man weiß nie, wofür man ihn braucht. Also, falls ihr eure Gleise doch annageln wollt, solltet, kann ich eigentlich nur von abraten. Am besten ist immer es zu kleben. Ja, dann so einen kleinen Hammer zu benutzen. Ist nicht verkehrt. So, dann ein normales Lineal. Ne, braucht man auch immer und überall, jederzeit. Dann haben wir hier auch noch eins der genialsten Werkzeuge, den Stechbeitel. Viele von euch kennen ihn auch als Stemmeisen. Ne, also auch hier bitte Vorsicht. Wenn ihr damit arbeitet und dann von hinten drauf nicht, ich sehe das leider zu oft, nicht mit dem Hammer hinten drauf, nehmt bitte einen Gummihammer, ja? Das ist schon alleine schonend, auch für vorne, für die Klingen, die sind nämlich verdammt scharf, und wenn man das mit einem normalen Hammer macht, dann macht man sich die ganz schnell kaputt. Natürlich bietet sich das an, das war jetzt eine 13er Größe, den auch in 8 zu haben, oder wer ein bisschen mehr Gewalt an den Tag legt, kann auch gerne den 18er. Auch ganz prima, falls ihr eure Türrahmen mal ein bisschen nachbearbeiten wollt. Aber das schweift jetzt zu weit aus. So, dann haben wir hier auf jeden Fall noch
Durchpauspapier, falls ihr mal was durchpausen wollt. Ja, also legt ihr was auf und zeichnet dann darauf an. Ja. Dann ganz wichtige kleine Helfer, die guten Klammern. Ne? Also die gibt es auch so in so einem Zehnerpack. Die guten Klammern. Wartet mal kurz. Gibt es auch in der Größe. Ich denke mal, die sind euch eher geläufig. Ne? So, dann haben wir hier noch. Falls ihr eure Segmente bzw. Rahmenbauweise selber macht, die Dinger, unverzichtbar. Bessay-Winkelspanner. Gut, die müssen jetzt nicht unbedingt vom Bessay sein, aber also die Teile sind wirklich, wirklich gut, wenn ihr was im Winkel sägen wollt. Dann handelsübliche Verstellzwinge, auch so, also, naja gut, ihr kennt es auch als Schraubzwinge, ne? Also, nur wenn ihr dann irgendwas festzwingen wollt und wieder lösen, ne? So, dann geht's weiter. Ach Mensch, ich mache ja so viel Werbung heute. Aber fürs Hobby reicht er. Ich weiß, es ist kein Makita, ne? Oder sonst was. Aber fürs Hobby reicht das allemal. Guten Akkuschrauber. So, dann habt ihr im letzten Video es gesehen. Heißklebepistole. Die hier ist jetzt von Patex. Und leistet auch schon seit Ewigkeiten Treudienst. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit diesen 5-Euro-Dingern, die immer mal so hinterhergeschmissen gibt. Weil da kann mitunter der Schmelzstift nach vorne durchrutschen, wenn ihr mal einen Kaffee trinken geht oder so und lasst die an und dann macht es auf einmal Bumm und eure Sicherung ist gekommen in der Küche oder im Flur. Und dann war das doch wirklich die Billig-Heißklebepistole. So. Ja, denn ein unverzichtbares Werkzeug, der Dremel. Hier ist jetzt, wie ihr gerade bei dem Krach mitgekriegt habt, natürlich die Trennscheibe zerbrochen. Habe ich wieder ganz toll hingekriegt. Ich habe mir einen geholt mit Akku, ne, zum Gleisetrennen, weil ihr damit einfach flexibler seid und nicht ständig das Kabel hier hinten dran habt. Ne. Ist kein Muss, aber es ist halt komfortabler, sagen wir mal so. Zetteln habe ich euch ja schon vorgestellt. Ne? Die habe ich hier auch nochmal in verschiedenen. Irgendwo sind auch zwei andere. Wie gesagt, die gibt es alle für kleines Geld. Ne? Also muss das jetzt nicht das Premium-Werkzeug. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt schon die Masse gesehen habt. Und ihr holt euch das alles in High-End, dann ist dann ja kein Geld mehr für die Anlage übrig. So, ja, Kleber. Und war auch noch, jetzt kommen wir zu dem besten Zeug überhaupt. Der gute Ponal Holzleim sieht in der Regel so aus. Ne? Also der hat Anwendungsarten. Also ich glaube, den habt ihr ja schon in zahlreichen Videos gesehen. Ist wirklich unverzichtbar. Dann Schleifpapier, ne? Mit einem entsprechenden Schleifklotz. Kauft nicht nur den Klotz und schleift damit, ne? Um Gottes Willen, das ist bloß, dass ihr eine Fixierhilfe quasi so zum Arbeiten habt, ne? Dann eine Messlehre, auch nie verkehrt, falls ihr auch mal was innen messen wollt oder außen. Gibt es auch mit elektronischem Zählwerk. Brauchte ich bis jetzt noch nicht, aber ich denke mal, da werde ich irgendwann mir auch noch mal eine zulegen müssen. Also das ist auch eine ganz feine Sache, ne? Gerade wenn ihr mal von innen irgendwie was ausmessen wollt. Oder es halt mal genauer braucht, ne? Ist auch auf Inch und auf Zentimeter. So. Ja. Handelsüblichen Zollstock. Ah, guck mal. Da ist er nämlich. Da ist er. So, was braucht ihr denn noch? Dann habt
habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, ganz normal beim Discounter. Pinselset. Ne? Muss auch nicht Premium sein. Wenn ihr Figuren und sowas bemalt, okay, und Gebäude, dann nehmt gerne diese Marder-Haarpinsel. Ne, weil ich ja gerade sagte, das ist nicht so wichtig. Aha, doch, doch, so einen habe ich auch. Ne, also, aber das wirklich nur schon die Marder. Und nehmt das wirklich nur für Gebäude und Figuren und Fahrzeuge. So. Dann, auch ganz wichtig, schon ganz oft erwähnt, Zahnstocher. Nehmt sie mit, die kosten 99 Cent oder noch weniger. Nehmt sie einfach mit, ihr werdet es nicht bereuen. So, dann auch schon häufig erwähnt, Sekundenkleber. Ne, ich weiß, es geht alles ein bisschen durcheinander, aber ich will halt einfach mal grob so einen Schnitt über alle möglichen Materialien geben, die man wirklich zum Anlagenbau braucht. Ne, also die sind auch unverzichtbar. Ne? Gerade wenn ihr so Miniaturen irgendwie fixieren wollt oder sowas. Oder SMDs. Ne, dann auch alle möglichen Arten an Schraubendrehern. Ne? Das ist wirklich von allen möglichen Größen. Ne? Also dass ihr wirklich alle möglichen Größen an Schraubendrehern da habt. An allen möglichen Formen und Variationen. Also auch als Kreuz, als Schlitz. Ne? Weil ihr habt so viele Bauteile, die man hin und wieder mal anbauen muss. Ne? Gerade so die Rückmelder oder sowas. Und die haben dann nachher irgendwie einen anderen, eine andere Schraubart. Und da wird man sonst verrückt bei, wenn man nur eine Art von Schraubendrehern da hat. Und dann auch unverzichtbar, nehmen wir die mal wieder weg, eine Taschenlampe. Ne? Ich habe mir extra eine genommen, die auch nochmal großflächig ausleuchten kann, falls ihr mal irgendwas sucht, wenn ihr unter, gerade wenn ihr auch unter der Anlage irgendwas sucht, dass ihr naja, einen Helfer habt, ne? Wir haben ja dann noch diese nette Sache hier. Die gibt es auch in jedem Discounter eigentlich. Ne? Die sind auch unverzichtbar. Ne? Die kleinen, ich sag mal, Pin-Knuckles dazu, die diese Pins hat. Reißzwecken trifft es ja eigentlich nicht, weil Reißzwecken sind ja ohne Plastik. Ja. Dann haben wir erstmal noch so zur Standardausstattung auf jeden Fall den Lötkolben. Den hier nehme ich hauptsächlich für mobile Einsätze. Ne, wenn ihr irgendwas feinedriges, feindrehtiges löten wollt, nehmt bitte eine Weller-Lötstation oder naja, welche auch immer, wo ihr die Temperatur regeln könnt. Ne? Dass ihr die runterregelt so auf 250 Grad circa. Sonst schmoren euch die Drähte eher weg, als dass sie angelötet werden. So, dann, den haben wir auch schon gesehen ganz oft, die Dreihandlupe, auch ein unverzichtbarer Helfer, ne, gerade für kleine Sachen löten, also Dreihandlupe. So, dann ist es auch nicht verkehrt, für einen Geländebau, bei dem ich ja gerade bin, sind ja Schrecken, die sehen schon ein bisschen mistig aus, aber die haben ja schon allerhand Jahre auf dem Buckel. Spachtel, ne? Also entweder in ne, dieser Größe, so schon fast H0-mäßig, und aber auch die ganz große Variante, ne? Ich sag mal so, solche Dinge braucht ihr auch regelmäßig im Haushalt. Das heißt, solche Sachen können sich auch bei euch im Haushalt schon längst befinden. Diese sind ein bisschen spezieller. Ne? Das sind halt welche zum Feinmodellieren. Ne? Die sind dann auch nicht verkehrt. Ne? Passend dafür ist halt auch, wenn ihr dann irgendwas Größeres lackieren wollt, einen großen
Pinsel beziehungsweise eine Farbrolle da zu haben. Und die Farbrolle, die haben wir hier. Ne, also einmal Farbrolle, die braucht ihr eigentlich auch immer. Sowas eignet sich zum Beispiel auch gut, um Türrahmen zu streichen. Ne, ich habe die auch in zwei verschiedenen Größen, einmal ganz klein und einmal ein bisschen größer. Ne? Dann hier halt so eine kleine Wanne, wo ihr dann auch mal ein bisschen mit der Farbe was machen könnt. So, dann haben wir hier noch die Abtopfpinsel. Ne? Die sehen dann so aus. Damit kann man eigentlich auch Ecken abziehen oder gerade Flächen abziehen. Die sind zum Beispiel super für einen Gebirgebau, zum Abtupfen des Gebirges. Na, wenn ihr das nur fein betupfen wollt. So, das soll es dann erstmal gewesen sein. Das war dann Teil 1 der groben Werkzeugübersicht. Ich denke mal, aber es wird auf jeden Fall noch einen zweiten Teil geben. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.